YouTube-Zeichen. Nach der Pause geht's weiter mit dem Kampf um die Eroberung um die Themse. Wir haben ja das Gebiet jetzt gerade vor der Pause freigespielt für alle, die jetzt erst dazugeschaltet haben. Dementsprechend können wir jetzt der Endkampf klingt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich sagen will. Den nicht bös gemeinten Endkampf um die Themse. Das heißt, wir wuppeln uns dahin und ich würde sagen, wie kommen wir denn da schnell hin? Wo bin ich überhaupt? Ich bin da. Ah ja. Ich würde gar nicht sagen, wir gehen hier von hier. Schwimmfluss abwärts. Ich kann nicht schnell reisen. Jetzt kann ich schnell reisen. Dass man da auch einmal das Menü verlassen muss, ist halt auch irgendwie ziemlich dumm. Aber egal. Oder von hier oben. Ach, da habe ich den Aussichtspunkt nicht. Naja, okay. Dann gehen wir von hier. So. Was? Ja, kein Ding? Es lohnt sich, finde ich, ist mal was anderes mit dem Überleben. Das ist auf Zombie bezogen, Ragnar. Ganz ehrlich. Zombie und jetzt, weil ich weiß, Recursive wird mich vielleicht jetzt hassen. Sorry, Recursive an der Stelle oder vielleicht auch viele andere. State of Decay. Diese beiden Spielprinzipien, die ich da jetzt gesehen habe, ich muss sagen, so stelle ich mir ein modernes Resident Evil vor. Ein gutes Zombie-Spiel. Nicht wie Dead Island, was im Endeffekt eine Verarschung von Zombies ist, was ein Action-Spiel halt ist, wo halt überhaupt keine Spannung, kein oh scheiße, ich könnte sterben, Überlebensgefühl halt rauskommt. Genauso halt Dead Rising, was halt ja noch mehr eine Verarsche vom Zombie-Genre ist. Da macht Zombie und State of Decay von der Stimmung und Atmo super viel richtig. Klar, sind es vielleicht nicht technisch die geilsten Spiele, aber nichtsdestoweniger möchte ich halt beide spielen im Stream, weil es ist geil. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. So hätte ich mir ein neues Resident Evil halt vorgestellt. Weil für mich waren halt die alten Resident Evils genau halt so. Beklemmtes Gefühl, Munitionsknappheit, Kampf ums Überleben. Und nicht einfach, weiß ich nicht, mit einem Penisvibrator Zombies penetrieren. Und Kettensägen und Rasenmäher. Klar, das ist lustig. Da hat man dann Fun. Aber es geht halt nicht dieses beklemmte Gefühl los. Das fehlt mir halt in diesen Spielen. Oder Dying Light zum Beispiel. Das ist halt alles so mehr halt auf schnelles Action-Popcorn. Und als Gegner hast du halt mal einfach Zombies, die du wegmähst. Ja, dazu. Für die Hardcore-Zocker kann Fallout bis zu 700 Stunden dauern. Ich habe es noch nie gespielt, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere dabei ist im Stream, der schon so ein bisschen Fallout-Ahnung hat, wenn ich meine Frage habe. Natürlich bitte nicht sofort spoilern, wenn ich nicht frage, aber wenn ich halt meine Frage habe, dass die vielleicht beantwortet werden kann. Weil ich habe keine Ahnung, wie man Fallout ansatzweise spielt. Null. Das könnte lustig werden. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist wie Skyrim in Atomar. Ich habe auch Skyrim nicht gespielt. Ich habe noch nie in Elder Scrolls gespielt. Also wenn der Skyrim-Nachfolger, wie heißt der, Elder Scrolls 6? Skyrim war 5? War 5. 5! Dann ist das nächste Skyrim Elder Scrolls wahrscheinlich Elder Scrolls 6. Werden wir uns wahrscheinlich anschauen. Aber habe ich vorher auch noch nie eins gespielt. Wie gesagt, da bin ich dann vielleicht auf ein bisschen Hilfe angewiesen bei gewissen Sachen, gerade was halt Combat oder so angeht. Noch nie gemacht. Ragi? Du sagst ja gerade was mit Don't Starve, ja? Sehr geiles Spiel. Hat natürlich jetzt nichts mit Zombies zu tun. Wenn das Ganze eventuell, This War of Mine. Ich weiß nicht, das hatte ich an meinem Stream angespielt. State of Decay ist eine Mischung aus Zombie für die Wii U mit Elementen von This War of Mine. Und wer das Spiel kennt, wird wissen, was ich meine. Dieses beklemmte Ressourcen-Armutsgefühl, das hast du da auch. Und das wiederum finde ich halt sehr, sehr geil. Wo bin ich hier überhaupt? Bin ja falsch.
Fallout 3 hat der Ragi auf jeden Fall schon mal gespielt. Das ist schon mal gut. Hast du schon mal mehr als ich damit zu tun? Weil, das habe ich halt auch nicht gespielt. Weil zu dem Zeitpunkt war es dann, als ich dafür mal so ein bisschen Interesse hatte, habe ich dann überlegt, ob ich es mir hole. Dann hieß es aber, die deutsche Version ist gecuttet. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, die gecuttete Version zu holen. Was jetzt kommt, wird euch nicht gefallen. Was musst du tun? Spielen. Ja, Bandenkrieg. Gangs of New York, Bandenkrieg. Bommi, komm gut ins Bett. Bis morgen hoffentlich. Ja, das war halt die Zeit, die ich beschrieben habe, wo ich nur WoW gespielt habe. Da habe ich halt viele Spiele, die rausgekommen sind, nicht gespielt oder nur angespielt. Swineborn ist mit den Bedingungen einverstanden. In diesem Bandenkrieg ist alles erlaubt. Ihr kämpft um die Vorherrschaft auf der Themse. Viel Glück. John, komm auch gut ins Bett. Drückt hier für morgen die Daumen. Was? Erstmal voll mit Opiumpumpen. Diese Stadt gehört den Rooks! Achso, und die hätte ich vorher eliminieren können, dann wäre die nicht da gewesen. Achso, ja, verstehe. Ja, okay, das muss man ja wissen. Das wusste ich ja nicht. Ja, okay. Komm, okay. Ja, vielleicht sollte ich doch demnächst den Erschlag nehmen. Sie ist irgendwie gedopt und greift irgendwie alles an, was mit Hit und Nagelfest ist. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie gekillt. Bin mir nicht sicher. Aua, Mopsmann. Ne, da ist sie, die Opiumschlange. Die sehen alle aus wie die. Aua. Ich nehme eine Medizin. Nehme eine Medizin. Ja, ich kann nicht gleichzeitig deinen Block durchhauen und den anderen penetrieren. Geht halt nicht. Wieder zu viel gleichzeitig. Ja, komm, eine Medizin. Jetzt mach den letzten Moped-Mann kaputt. No, jetzt können wir uns um die Moped-Schnalle hier kümmern. Wahrscheinlich fail ich jetzt wieder. Das ist so schnell mit dem Blanc. Dankeschön. Edis Snowburn, Ganganführerin, kaputt gemacht. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. So, dann haben wir die Themse. Sequenz 8 freigeschaltet. Heißt das jetzt, nur mal jetzt von der Logik, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ich könnte jetzt von Sequenz 4 in Sequenz 8 springen, oder wie? Da habe ich geskillt, Ragi. Da habe ich letzten Stream nachgeguckt. Ich dachte, ich habe es nicht geskillt. Aber die Bosse sind super schnell, was das Kontern angeht. Kriege ich nicht hin, bin ich zu alt für. Da habe ich keine Reflexe. Ich sehe es gelb leuchten. Ich weiß, ich muss kontern. Drücke die Taste, aber habe schon den Schaden kassiert. Und ich habe den Skill schon geskillt. Irgendwie, die Bosse sind hier super schnell. Da bin ich letzten Stream auch ja 2-3 Mal dran gestorben. An so einem komischen Boss bei so einem Gangkampf. Ein Brief. Für mich. So, das könnt ihr mir jetzt einmal tatsächlich spoilern. Könnte ich jetzt wirklich sagen, ich möchte hier in Sequenz 8 und die 5, 6 und 7 überspringen?
Ja, anscheinend. Die Logik verstehe ich nicht. Aber okay. Muss ich nicht verstehen, warum? Falsche Taste. Inventar. Waffen. Was haben wir denn an Waffen bekommen? Oh, ich benötige aber Level 7. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Das ist noch ein bisschen hin. Selbst den kann ich nicht benutzen mit Level 6. Alter, wir Schwede, wir sind irgendwie schon waffentechnisch unserem Level weit voraus. Ja, ich habe auch nur durchgeskippt, Ragnar. Also von daher sah gut aus. Ja, habe ich Rocket Klaus, den Stresstest habe ich gespielt. 9 Stunden lang. Was wollte ich machen? Ich wollte... Was wollte ich? Was wollte ich? Fähigkeiten wollte ich. So, und dann habt ihr gesagt, ich soll den Erstpunch nehmen. Ja, dann nehme ich den Erstpunch. So, nehmen wir den Erstschlag. Ja, jetzt habe ich alle Punkte ausgegeben. Und der Skill mit dem Kontern war Konterboost. Hier, der hier. Konterangriffe haben ein längeres Zeitfenster und richten mehr Schaden an. Den habe ich schon geskillt, aber ich merke da keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ja, machen wir erstmal nochmal weiter. Wir müssen ja eh aufleveln, weil sonst sind wir ja zu low. Das heißt, wir machen mal eine Story-Mission. Denn jetzt haben wir ja unsere drei Pflichtgebiete erstmal komplett aufgedeckt. Ob wir die anderen noch unbedingt machen, mal schauen. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir storytechnisch weiterkommen. Da leveln wir ja auch ganz gut. Und zwar ist die nächste Mission hier unten. Wie gesagt, was wir nachher noch einstreuen können, ist hier so eine Dickens-Erinnerung. Wieder so ein Mordfall aufklären. Das fand ich letzten Stream ganz witzig. Und dann haben wir sonst noch irgendwas, was interessant wäre. Groschenroman. Ja, wie gesagt, da können wir halt nachher nochmal reingucken. Ich weiß nicht, das sind ja diese Side-Missions von Groschenroman, Charles Dickens. Die sind ja immer ganz witzig gemacht. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Der Ursprung des Sirups. Ja, dann gucken wir erstmal dahin. Die Frage ist, ich bräuchte vielleicht ein Geschäft, aber da sind wir auf dem Weg. Perfekt. Eben mal Heiltränke kaufen. Irgendwie verschluckt. Sinatar, sei gegrüßt. Und Easy Rider auch. Wann sind denn immer kurze Pausen? Hier im Stream bei uns, der Kaktus? Oder war das jetzt nicht an mich? Weil die nächste ist... Keine Ahnung, ob die Frage an alle uns war. An mich gerichtet war. Wenn ich pipi muss, größtenteils. Oder die Cola leer ist, oder beides. Bänche. Bänke? Bänche? Ben? Ich weiß nicht, wie ich Ben. Hallo Ben. Sei gegrüßt. So, Geschäft. Was? Ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad und Maxwell Roth möchte mich kennenlernen. Ich soll ins Zugversteck kommen. Muss man den kennen? Ist das ein bekannter Engländer, dieser Maxwell Ross? Oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt gefragt und ich bin der absolute Kacknoob. Und der ist super bekannt. Alles auffüllen. Dankeschön. Kann ich eigentlich mittlerweile hier was upgraden? An Taschen meine ich. Upgrades. Patronen. Bomben? Was? Bolzen? Medizin? Medizin habe ich. Aber die Wirksamkeit. Das machen wir. Dann
halt das Ding nämlich mehr. Perfekt, dann haben wir das. Halluzinogene Bolzen ist unwichtig. Was ist das? Patronen. Bomben, ich habe noch gar keine Bomben, glaube ich. Nehmen wir hier die Patronen mit, dann haben wir ein paar mehr Schüsschen. Perfekt. Gut. Gang Upgrades war... Da fehlen uns 10.000 Mobs. Ja, verstehe ich schon. Oh. Echte Raritäten! Kommen Sie!